Ich möchte euch einen wirklich schnellen, süßen Aufstrich aus der griechischen Küche vorstellen. Dieser ist in wenigen Sekunden zusammengerührt, besteht aus 2 bis 4 Zutaten und passt perfekt zu Brot, Waffeln, Pfannkuchen, Palatschinken, alles, was ihr gerne mit süßen Aufstrich bestreichen möchtet. Viel Freude beim Videoschauen! Wir beginnen als erstes mit 100 Gramm Tahin oder Sesampaste, besser gesagt. Diese geben wir in eine Schüssel. Ganz optional dürft ihr jetzt einen halben Teelöffel bis einen Teelöffel Rosenwasser hinzugeben und etwas geriebene Vanille. Statt geriebener Vanille geht natürlich auch Vanilleextrakt und ihr müsst es nicht reingeben, ich finde aber das Ganze dann einfach geschmackiger. Für eine festere Konsistenz und einen süßeren Geschmack geben wir entweder 100 Gramm Honig oder 100 Gramm Agavendicksaft hinzu. Beim Honig habt ihr auch die Wahl, ob ihr vielleicht einen Thymianhonig nehmt, damit ihr das Ganze noch ein bisschen mehr aromatisiert. Wenn alle Zutaten in der Schüssel sind, dürfen die Zutaten miteinander vermengt werden. Ihr erreicht recht schnell eine sehr feste Konsistenz. Ich würde sagen, so ein bisschen wie eine Erdnussbutter von der Konsistenz her. Schmeckt nochmal ab und wenn euch das Ganze so passt, könnt ihr auch schon servieren. Ich hoffe, euch gefällt das Rezept und ich wünsche euch jetzt schon mal einen guten Appetit und viel Freude beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Tschüss!